Das ist total schade, wenn man Games spielt, die leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie es eigentlich hätten sollen. Nicht nur, dass es schade ist, sondern eine Menge Spielspaß dabei bei vielen Spielern verloren geht. Diese Spielereien verdienen definitiv viel mehr Aufmerksamkeit und wir sehen mal gespannt zu. Tales of Zestiria. Natürlich ist dies nur ein Teil der Spielereihe von der Tales-Serie, jedoch muss man auch an dieser Stelle sagen, dass die Tales-Reihe so eine schöne Story hat wie noch nie. Wer irgendein Tales-Spiel gespielt hat, wird wissen, wovon hier gesprochen wird. Der Spieler taucht in die Haut eines Helden auf und das Spielprinzip ist wie ungefähr eines Rollenspiels. Fast wie Final Fantasy, wenn man es irgendwie natürlich auch vergleichen möchte. Dies ist nur ein kleiner Teil davon, daher schaut irgendwie bei Steam oder wo auch immer vorbei, ob ihr das Game irgendwie zocken könnt. Ein absolutes Muss für Rollenspielliebhaber. Prince of Persia. Der erste Teil der Prince of Persia-Reihe bis zum dritten Teil sind Mega-Klassiker und das Basic für einen Assassin. Der Spieler taucht in die Rolle des Prinzen auf und eigentlich möchte er nur die Ehre seines Vaters bewahren, aber wird mit Kriegen und anderen Mächten konfrontiert. Hier wird von allen Dingen das Denkvermögen abgefragt, da man genau wissen muss, wie man von Ort zu Ort gelangen kann. Ist man einmal falsch gesprungen, dann spult man einfach mal die Zeit zurück. Und noch cooler ist hier auch das Movement, das von Gegner zu Gegner springen kann und der Prinz hier natürlich auch voller Energie steckt und ein Mann mit Rang und Namen ist. Empfehlenswert wäre hier, wenn ihr das Game vom ersten Teil dann chronologisch durchspielt. Die Final Fantasy-Reihe ist immer noch cool und umso schöner ist es zu sehen, wie der siebte Teil war und hier auch nochmal ist das auch für viele Final Fantasy-Fans bekannt. Aber auch für Neulinge vielleicht wert, das Spiel zu spielen. Natürlich ist das Game im Jahre 1997 erschienen und damals war es bestimmt auch ein Riesenhype, aber das ist trotzdem kein Grund, das Game jetzt nicht mehr zu spielen. Das Spiel hatte nicht nur einen großen kommerziellen Erfolg, sondern ist bis heute eines der beliebtesten Spiele der Reihe und wird häufig auch als Grund für den Mainstream-Durchbruch von Rollenspiel außerhalb Japans angesehen. Nicht nur, dass es ein Rollenspiel ist, sondern auch eine verdammt coole Story hat. Leider gehen dann solche Spiele heutzutage bei der Produktion von anderen Spielen unter, sodass diese Reihe von Final Fantasy mehr Aufmerksamkeit hier auf jeden Fall verdient. Tipp hier auch von mir, spielt auch noch den achten Teil, der ist auch noch richtig gut. To me, this is more than a video game. It's a means to be able to talk to people. Dead Dragon Cancer. Es ist nicht nur verdammt schade, dass solche Spiele nicht im Mainstream landen und dadurch mehr Aufmerksamkeit irgendwie generieren, sondern auch auf einer wahren Begebenheit beruht. Dieses Spiel ist ein Indie-Game und die Entwickler wollen ihren an Krebs verstorbenen Sohn Joel gedenken und ein klares Denkmal setzen. I think there's so much that I don't know because we're doing something that people just don't do. It's like, I don't know, do you point a camera at somebody on their deathbed? Like, I don't know. Der Spieler bekommt fast alles mit und sieht sogar den Virus persönlich. Es gibt viele Spiele, die scheitern könnten. Es ist daher nicht unbedingt religiös oder philosophisch geprägt, sondern ein einfaches und ehrliches Spiel für den definitiv neugierigen
Spieler. Dinosaurier können echt mega cool sein, aber Turok mindestens genauso. Dieses Spiel ist leider meist, ja, nicht so bekannt. Erschienen ist das erste Turok-Game im Jahre 1997. Turok ist ein Soldat einer Spezial-Elite-Truppe und kämpft sich durch die klassische Egon-Sicht durch lineare Levels. Dabei kann es auch recht abwechslungsreich sein. Ob nun Urzeit, Echsen, irgendwelche andere Dinosaurier oder feindliche Soldaten. Hier findet ihr praktisch alles, wenn es um Metzeln geht. Und wenn jemand vielleicht mal Jurassic Park gemocht hat, so wird er auch dieses Spiel bestimmt mögen. Empfehlenswert wäre hier auch Turok 2008, da es natürlich lukrativ ist. Ich bin mal auch vor allem gespannt, ob die Entwickler hier sogar noch ein paar Remaster zu den Turok-Titeln publizieren werden. Das könnte übelst lustig werden. Don't think this changes anything. We may be stuck together, but that doesn't mean I have to like it. Das sind definitiv nicht alle Games gewesen, die unterschätzt werden und auch natürlich mehr Aufmerksamkeit verdienen. Kennt ihr denn eine Spielreihe, die eurer Meinung nach heftig unterschätzt wird? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, denn ich bin extrem gespannt. Außerdem könnt ihr natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Mal. We'll see.